Da sind wir wieder bei Let's Play Dark Fall. Im letzten Part haben wir hier eine ganze Menge Tagebücher gelesen. Jetzt lesen wir noch mehr. Wie immer. Archäologische Gesellschaft Dorsetshire. Dr. Felicity Bates. The Shires. Trapperton. Dorset. Sehr geehrter Mr. Crabtree, ich bin überrascht, dass Sie sich nicht die Mühe gemacht haben, meine Briefe zu beantworten. Haben Sie etwa das Interesse an Archäologie verloren? Wir haben ziemlich schlüssige Beweise, dass sich ein Höhlensystem oder gar eine alte Kultstätte unter Ihrem Hotel befindet. Dies wäre eine Ausgrabung wert. Unsere jüngste Exkavation bei der Little Quarry Farm war höchst interessant. Unter dem Gebiet im nordöstlichen Daverton wimmelte es buchstäblich von unterirdischen Quellen, Höhlen und Kanälen. Zweifellos erstreckt sich das Höhlensystem bis unter Ihren Besitz. Wir haben auch andere Mitglieder Ihrer Familie kontaktiert, zumal wir auch an Ausgrabungen bei Crabtree Manor interessiert sind, stießen jedoch allseits auf Ablehnung. Sie haben sich bisher überhaupt nicht dazu geäußert. Denken Sie noch darüber nach? Ich bin gerne bereit, zu Ihnen zu kommen und Ihnen genau zu erklären, welche Arbeiten vonnöten wären und inwiefern sich diese auf Ihr Geschäft auswirken könnten. Genau wie Sie möchte auch ich die Angelegenheit so einfach und schnell wie möglich erledigen. Ich weiß, dass Sie sich früher über die AGD für die AGD interessierten und sogar daran dachten, Mitglied und Sponsor zu werden. Was hat Sie inzwischen davon abgebracht? Bitte setzen Sie sich baldmöglichst mit mir in Verbindung. Dies könnte eine der wichtigsten Ausgrabungen unseres Jahrhunderts in Dorset sein. Wäre es nicht wundervoll, wenn Sie daran beteiligt wären? Mit freundlichen Grüßen, Felicity Bates. Gloria Grable. Garble. Aloria. Reliable Grarks? Rabelmist. Lorblable Balia. Wer zum Teufel ist sie? Das Auto. Vielleicht erregt das Auto meinen Verdacht. Es ist sehr teuer, viel zu teuer für die meisten. Warum ist sie dann in diesem Hotel abgestiegen? Schließlich ist es nicht gerade das... Soa? Ist es französisch? Wer weiß. Ich frage Edith, ob ihr dazu etwa irgendwas einfällt. Ich glaube, ein Blick auf das Auto würde sich lohnen. Also erst der meine Gloria Grable ist ein Anagramm. Interessant. Ich wünschte, Arthur wäre hier. Er könnte mir wunderbare Ratschläge geben und das Ganze auch noch genießen. Er war so mutig. Vielleicht hätte er mir im Kampf gegen meine Nemesis helfen können. Sie versteckt sich dort unten. Sie wartet, plant Strategien, sammelt Kraft. Sie beherrscht meine Gedanken, verdammt nochmal. Gehört diese Grable etwa mit zu ihrem Plan? Vielleicht verliere ich doch den Verstand. Bald verdächtige ich alle Welt. Gott hilf mir, ich muss meine Forschung wieder aufnehmen. Nur so kann ich den Sieg erringen. Die Runen sind kompliziert, doch ich werde sie entziffern. Ich muss... George, ich dachte, dass dir dieser Ausschnitt vielleicht nützt. Anscheinend habe ich eins seiner Probleme gelöst. Ich finde, wir sollten darüber reden. Denn wenn es andere erfahren, die Presse inbegriffen, haben wir hier den reinsten Zirkus. Bitte komm aus deinem Zimmer, wir sehen dich ja kaum noch. Was quält dich nur so? Vielleicht können wir dir helfen. Nicht einmal der gute Mr. Verney weiß, was los ist. Quält dich der Gedanke an Arthur? Ich weiß, wie sehr du ihn vermisst, Edith. Steigende Angst vor neuen Terroranschlägen. Eine verstärkte... Aufregende neue Lebensmittelangebote winken in der nächsten Woche. Eine große Sendung... Spam! Dosenfleisch aus unterschiedlichen Fleischsorten aus den USA wird endlich an unseren Ufern eintreffen. Londoner Chefköche planen ein Kochbuch mit dem Titel »Erfreuen Sie Ihren Mann mit Spam«, das ihre Meinung über Fleischkonserven evolutionieren wird. Die Polizei musste, nachdem die berüchtigte schlaue Füchsin... Aktion... Keine Ahnung. Es kann doch hier nicht nur um Dosenfleisch gehen. Oh, Moment. Da kann man Licht ausmachen. Was passiert, wenn wir das tun? Ach nee, kann man doch nicht. Okay. Warum kann ich den nicht da drauf tun? Die Platte hängt tatsächlich. Musikabend ein voller Erfolg. Einen wahren Wunderbaren. Hatte ich das nicht schon? Naja. Weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht mega wichtig jetzt.
So, ich hab euch ja gesagt, dass ich die Lösung angeschaut habe. Ist ja kein Verbrechen. Sim soll hier in 1E, habe ich glaube ich irgendwas übersehen. Hier sollte man nämlich den Lichtschalter ausprobieren, aber anscheinend passiert dann gar nichts. Ja, das This hatten wir room auch is schon mal. ghastly. Why did I ever come here? Weiß ich nicht. Mann. Hier soll auch irgendwo ein Safe sein. Mal sehen. Ja, tut mir leid, ich muss echt nochmal nachschlagen. So, jetzt habe ich den Safe gefunden. Das ist nämlich der Safe. An den habe ich gar nicht gedacht, weil ich mir einfach dachte, das ist irgend so ein komisches Schränkchen. Aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Links, oben, Mitte, unten, rechts. Schlüssel zur Bar. Ah, jetzt geht's auch mal weiter hier. Ist das nicht die Bar? Offensichtlich nicht. Das ist die Frage. Ja, hier sind Spielkarten. Und man hört Musik. Das ist die Zapfanlage. Edith und Betty Panfold präsentieren einen zweiten Abend der musikalischen Erinnerung am 29. April ab 18 Uhr in der Bar des Bahnhofhotels.
Aber es gibt hier keine Noten. Die Ballade von Tom Oliver. Der junge Tom war tapfer und stark. Am Birchdener Hof wurde er groß. Er marschierte mit Cromwells Armee, kämpfte lang und hart für ihr Los. Mit seinem Freund Will ergriff er das Schwert und schwor dem Cromwellschen Treue. Sie marschierten voll Stolz, die Herzen voll Feuer, auf das Frieden im Land sich erneuere. Des Königs Truppen bekämpften sie kühn, in Schlachten lang, wüst und blutig. Kavalieren erwiesen sie keine Gnad, sondern töteten alle ganz mutig. Doch dann verdunkelt sich Cromwells Geist, sein Begehr wird verkrümmt und verwirrt. Seine Männer waren hungrig, kalt und müd, ohne Sold ihre Treue verwirkt. Junker Tom stand mit traurigem Blick im Schlamm und mit brennenden Wunden im Herzen. Er packte seinen Sack und verließ seinen Herrn, denn von Cromwell erlitt er nur Schmerzen. Nach Dorset lenkte nun Tom seinen Schritt, an der Seite sein bester Freund Will. Sie gedachten der Heimat mit wehem Sinn und schworen, das Schwert schweigt nun still. Doch Cromwells Soldaten verfolgten gar bald die Junker zum einheimischen Wald. Sie hetzten gar ruchlos bei Tag und bei Nacht die Junker mit böser Gewalt. Und wehe, Tom ward verletzt an dem Bein, sein Blut färbt die Erde ganz rot. In Doverton Gasthof versteckten sie sich, Will wähnte den Freund beinahe tot. Und alle Hoffnungen fahren ließ Will, er dachte, sie seien am Ende. Zu ihren Verfolgern eilte er schnell und wurde Verräter behende. Er führt sie ins Gasthaus von Doverton, wollt Tom in Ketten nun fangen. Doch unten im Keller war niemand mehr, Tom war verschwunden, vergangen. Obwohl all die Jahre vergangen sind und alle Balken vermodert, erklingt Toms Schrei noch tief in der Nacht, ein Schmerz, der wie Feuer lodert. Sehr traurig irgendwie. Es gibt nichts Schlimmeres als Freunde, die einen verraten. Dass Familie Verräter sind, ist klar, aber doch nicht Freunde. So. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz schauen in der Lösung, was ich nicht alles schon gemacht habe. Habe ich alle schon? Habe ich alle schon? Habe ich auch schon gemacht? Ja, ich weiß, blöd, das sollte ich lieber offline tun, aber... Jetzt überlege ich gerade, ob wir die schon geöffnet haben. In Zimmer 2e. Gehen wir jetzt mal hin. Oh. Boah, habt ihr das gesehen? Da ist irgendwas vorbeigegangen. So. Hatten wir den hier schon aufgemacht? Ich weiß es nicht. Ich versuch's nochmal. I'm not too sure why George gave me this. It was a bag of nerves at the time. Ja, das hatten It's written on vellum, you know. Okay. Do you know what that is? It's skin. Animal skin, we can hope. So, ja, gut. Ich sehe aber gerade, die Zeit ist eh um. Ich mache hier mal eben einen Schnitt und guck mal, was wir als nächstes tun müssen. Bis dahin.